Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer kleinen geistlichen Momente. Und heute wollte ich mit euch einmal das Thema oder die Themen beleuchten. Wie beendest du eigentlich deinen Tag und wie beginnst du einen neuen Tag? Durch die Lauftherapie und auch durch die Seelsorge habe ich mitbekommen, dass viele Menschen echt unter Schlafschwierigkeiten leiden. Also viele schlafen gar nicht die ganze Nacht durch und sind dann entsprechend am nächsten Morgen gerädert. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es auch ganz gut, mal zu überlegen, was brauche ich eigentlich, dass ich einen gesunden Schlaf habe? Und das eine ist natürlich, was ich auch in der Lauftherapie dann mit den Leuten mache, dass man eigentlich genügend Sauerstoff und Bewegung am Tag braucht. Dann wird es schon viel leichter mit dem Einschlafen. Aber eine zweite Sache finde ich auch noch ganz wichtig, dass man nämlich abends bewusst den Tag beendet. Das heißt, all das, was schön war, einfach voller Dank anzunehmen und die Schwierigkeiten, die vielleicht noch offen sind, einfach abzulegen. Ich als Christ gebe das Gott im Gebet ab, aber man kann auch einfach einen Zettel nehmen und abends da auf dem Zettel rausschreiben, das ist noch unerledigt oder hier ärgere ich mich oder hier habe ich ein Problem. Leg es auf jeden Fall auf den Nachttisch drauf, ganz bewusst, damit du es abgibst und in der Nacht dich die Sache dann nicht verfolgt. Also eine erste Übung für die nächste Woche ist, versuch doch mal, deinen Tag so zu beenden, dass du ohne Last in den Schlaf gehen kannst. Und dann, wie beginnst du den neuen Tag? Also wenn man schon keine Last in der Nacht hatte, ist es ja sowieso schon anders, wenn man aufwacht und merkt, heute bin ich erfrischter. Aber ich finde noch einen ganz wichtigen Gedanken, dann diesen Tag auch so zu beginnen, dass man auch erstmal etwas Gutes für sich selbst tut. Es gibt so einen guten Spruch, wenn du dir selbst nichts Gutes tust, kannst du auch anderen nichts Gutes tun. Von einer Freundin habe ich letztens gehört, die sonst immer schwimmen geht, und das geht ja jetzt in Corona nicht, weil die Schwimmbäder geschlossen sind. Die hat dann einfach morgens mal gedacht, jetzt muss ich mir mal die Badewanne vollfüllen und einfach mal ins Wasser gehen. Nur mal 10 Minuten entspannen, was Gutes für mich tun. Und es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Tasse Kaffee natürlich nehmen, einfach mal da sitzen, aus dem Fenster gucken, sich freuen, dass man noch lebt und dankbar sein, dass man einfach aufstehen konnte. Also auch so ein kleines Ritual, den Tag zu beginnen, sich selbst etwas Gutes tun und bewusst in den neuen Tag zu starten, kann unser Leben schon viel reicher machen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt mal eine tolle Woche, nämlich eine Woche, wo ihr den Tag bewusst beginnt und auch den Tag bewusst beendet. Und vorgestellt habe ich heute gar nicht meinen Pepe, den kleinen Sheltie, den ich dabei habe. Der freut sich auch morgens immer sehr über eine Streicheleinheit. Dann ist sein Tag auch was ganz Besonderes. In diesem Sinne, euch allen wieder auf Wiedersehen und tschüss!